Microsoft To-Do ist hervorragend geeignet, um Ihre Aufgaben zu organisieren, zu verwalten, im Blick zu behalten. Was es braucht, um Microsoft To-Do zu installieren und die grundlegenden Möglichkeiten von Microsoft To-Do zeige ich im heutigen Tutorial. Mein Name ist Anushka Schwedt. Ich helfe meinen Kunden dabei, die Microsoft Office-Programme optimal im Büroalltag einzusetzen. Also, los geht's! Heute gebe ich einen Einblick in die Microsoft To-Do-App zur optimalen Aufgabenverwaltung. Microsoft To-Do ist eine kostenlose App. Die einzige Voraussetzung, die man braucht, ist, dass es ein Microsoft-Konto gibt, mit dem man sich in dieser App anmelden kann. Das kann ein kostenloses Konto sein oder ein Microsoft Office 365-Konto. Die Microsoft To-Do-App gibt es als Online-Version für die Smartphones und auch als Desktop-Version für Windows. Wie finde ich diese ganzen Microsoft To-Do-Apps? Die einfachste Möglichkeit ist, einen Internetbrowser-Fenster zu starten, in die Google-Suche Microsoft To-Do einzugeben. Dann auf den Link Willkommen bei Microsoft To-Do klicken und hier kann man die verschiedenen Apps für die verschiedenen Geräte herunterladen. Android, Windows, iOS. Nach der Installation werden diese Programme, diese Apps ganz normal gestartet, wie jedes andere Programm auch. Ich möchte eine Einführung in die Microsoft To-Do-App geben in der Desktop-Version. Nachdem die Windows Desktop-App für Microsoft To-Do heruntergeladen wurde, kann man sie übers Startmenü starten und beim erstmaligen Start dieser To-Do-App muss man sich mit seinem Geschäftskonto, das wäre ein Office 365 Business-Konto beispielsweise oder einem kostenlosen Microsoft-Konto anmelden. Über die Schaltfläche Anmelden wird man aufgefordert, seine Anmeldeinformationen einzugeben. Nach der Anmeldung wird die To-Do-App gestartet und man sieht im linken Bereich, in diesem Navigationsbereich, zunächst mal das Profil und kann jederzeit überblicken, mit welchem Microsoft-Konto man in dieser App angemeldet ist. Das ist nämlich ganz relevant, denn die Aufgabenlisten sind diesem Benutzerkonto bei Microsoft zugeordnet. Dann hat die To-Do-App automatisch sogenannte intelligente Listen. Das sind diese hier. Und diese intelligenten Listen sind dafür da, die einzelnen Aufgaben zu verwalten. Man kann neben diesen intelligenten Listen natürlich noch eigene Listen für eigene Aufgabenkategorien anlegen, was eine der Stärken von Microsoft To-Do ist. Weiterhin kann man diese Listen, die man selber angelegt hat, mit anderen teilen, sodass man im Team eine gemeinsame Aufgabenliste nutzen kann. Wie man eigene Listen anlegt, zeige ich am Ende des Tutorials. Also dranbleiben! Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Microsoft To-Do bietet. Heute möchte ich eine Kurzeinführung geben, wie man überhaupt Microsoft To-Do nutzen kann. Um eine neue Aufgabe in Microsoft To-Do anzulegen, nutze ich die Aufgabenliste. In dieser Liste Aufgaben kann man ganz unten in dieser grauen Leiste eine neue Aufgabe hinzufügen. Ich klicke einfach in diese graue Leiste und fange an, den Titel meiner Aufgabe, den Betreff der Aufgabe, worum es geht in der Aufgabe einzutragen. Beispielsweise Vorbereitung auf Outlook-Seminar. Wenn ich jetzt nur Return drücke, wird die Aufgabe ohne Terminierung der Fälligkeit etc. angelegt. Wenn ich jetzt im Nachhinein diese Aufgabe doch noch mit Erinnerungen, mit Fälligkeitsdatum und so weiter versehen möchte, kann ich jederzeit auf diese Aufgabe klicken und im rechten Aufgabenbereich werden mir die Möglichkeiten gezeigt, die ich habe, um diese Aufgabe differenziert zu verwalten. Ich könnte beispielsweise sagen, diese Aufgabe soll fällig sein bis zu einem bestimmten Datum. Wenn ich mich an diese Aufgabe erinnern lassen möchte, kann ich hier eine Erinnerung hinzufügen. Auch da kann ich explizit ein Datum auswählen. Ich lasse mich mal eine Woche vorher daran erinnern. Uhrzeit kann ich jederzeit nochmal ändern, 16 Uhr. Dann wird das in diesem Aufgabenelement hinzugefügt und man sieht sofort auch in dieser Aufgabenliste, in der Übersicht aller Aufgaben bereits die Informationen zu dieser Aufgabe. Also Kalendersymbol ist das Fälligkeitsdatum, diese Glocke ist der Hinweis, dass eine Erinnerung an diese Aufgabe hinzugefügt wurde. Zusätzlich kann man zu einer Aufgabe Notizen hinzufügen, was alles zu tun ist, welche Schritte man gehen möchte. Man kann Dateien
hinzufügen, die zu dieser Aufgabe gehören. Und das Allerbeste an dieser To-Do-Aufgabe ist, dass man wirklich eine Aufgabe nochmal mit verschiedenen Schritten erweitern kann. Eine Art Checkliste für die Aufgabe. Das ist etwas, was es in den Outlook-Aufgaben nicht gibt und was ein großer Vorteil hier von Microsoft To-Do ist. In der Aufgabe auf Schritt hinzufügen klicken und dann sieht man schon, geht hier in diesem Bereich als Unteraufgabe der Aufgabe eine Option auf. Da kann ich dann sagen, was ich hier als Teilschritte haben möchte. Alle diese Infos als Unterschritte zu der Aufgabe kann ich hier definieren. Wenn ich schließe, schließe ich die Details dieser Aufgabe und sehe in meiner Aufgabenliste aufgelistet alle Aufgaben, die es in dieser Liste gibt. Ich mache mal eine neue Aufgabe hier unten durch Aufgabe hinzufügen. Ich notiere mir einfach den Anruf und jetzt kann ich direkt schon hier in der Erstellung der Aufgabe am rechten Ende Fälligkeitsdatum, Erinnerungszeit und das Wiederholen-Symbol sehen. Das heißt, ich kann auch wiederholende Aufgaben hier anlegen. Wenn ich also jetzt weiß, das möchte ich erledigt haben bis zu einem bestimmten Datum, kann ich das direkt hier schon auswählen, mit oder ohne Erinnerung, ebenfalls morgen, abschließen mit Return und dann wird diese Aufgabe ebenfalls in der Liste Aufgaben hinzugefügt. Mit einem Klick auf die Aufgabe kann ich jederzeit nochmal Einblick in die Details der Aufgabe bekommen. In dieser Aufgabenliste erfasse ich also alle meine Aufgaben, die anstehen. Und jetzt kann ich hingehen und kann meine Aufgaben den verschiedenen intelligenten Listen, das sind diese, die hier links zu sehen sind, zuordnen. Beispielsweise gibt es bei jeder Aufgabe am Ende dieses Sternchensymbol. Wenn ich das Sternchensymbol anklicke, landet diese Aufgabe zusätzlich, wie man sieht, auf dieser intelligenten Liste wichtig. Sternchen nochmal weg, ist die Priorisierung dieser Aufgabe wieder rückgängig gemacht. Wenn ich also wichtige Aufgaben erfasse auf dieser Aufgabenliste, kann ich mir gleichzeitig diese Kennzeichnung, dass das eine wichtige Aufgabe ist, mit dem Sternchen-Symbol vornehmen und habe dann automatisch auf der Liste wichtig alle als wichtig gekennzeichneten Aufgaben stehen. Diese Aufgabe ist jetzt nicht dupliziert worden, sondern diese Listenfunktionalität zeigt die Aufgabe nur an zwei oder in zwei verschiedenen Listen, nämlich in der Liste wichtig und in der Liste Aufgaben. Eine andere intelligente Liste ist die Liste Mein Tag. Die nutze ich dafür, wenn ich morgens meinen Tag plane. Dann gehe ich zunächst hier in meine Aufgabenliste. Dort sind immer alle Aufgaben erfasst, die anstehen. Und ich kann mir aus diesen Aufgaben dann meinen Tag planen. Ich kann beispielsweise sagen, heute möchte ich diese Aufgabe Vorbereitungen, Outlook-Seminar angehen. Dann kann ich, um diese in die intelligente Liste um meinen Tag zu bekommen, einfach diese Aufgabe anklicken, sehe im rechten Bereich die Details und hier gibt es eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu der Liste Mein Tag hinzuzufügen. Klicke ich an, dann ist das in der Aufgabe selbst hervorgehoben. Gleichzeitig sieht man in der Liste Mein Tag eine Nummer 1. Das heißt, hier in dieser Liste habe ich jetzt für heute eine Strukturierung meiner Aufgaben vorgenommen. Das ist auch eine intelligente Liste, die hier automatisch entsteht, je nachdem, welche Informationen in den Aufgaben hinzugefügt wurden. In der Aufgabenliste allgemein hier sieht man jetzt auch, wenn man auf die Aufgaben nochmal genau schaut, dass hier unten bei dieser Aufgabe Vorbereitung Outlook-Seminar die Information, das ist dieses Sonnensymbol, Mein Tag zu finden ist. Auf gleichem Wege könnte ich diese Information, dass diese Aufgabe in der Liste Mein Tag dargestellt wird, wieder ändern, indem ich nochmal auf die Aufgabe klicke und dann in der Aufgabe mit dem X diese aus der Liste Mein Tag entferne. Ich erfasse mal noch eine Aufgabe ohne Fälligkeitsdatum, um das nächste zu zeigen. Das ist eine Aufgabe, die habe ich mir in der Aufgabenliste notiert. Ich habe also insgesamt 3 Aufgaben in meiner Aufgabenliste. Eine auf der Liste wichtig und 2 auf der Liste geplant. Das ist ebenfalls eine intelligente Liste, eine automatische Liste. Und alle Elemente auf der Liste geplant sind die Elemente mit einem Fälligkeitsdatum. Meine neue Aufgabe Autowaschen hatte ich ja bewusst ohne Fälligkeitsdatum hier hinzugefügt, um genau das zu zeigen. Verändere ich jetzt diese Aufgabe Autowaschen mit einem Fälligkeitsdatum, bitte hier mal auf diese intelligente Liste geplant achten, zum Beispiel morgen,
Und dann sieht man, dadurch, dass ich jetzt ein Fälligkeitsdatum hinzugefügt habe, landet diese Aufgabe ebenfalls auf meiner Liste geplant. Diese intelligenten Listen sind einfach nur andere Sichten auf meine Aufgaben, auf meine To-Dos. Zusätzlich kann man jetzt jede Liste optisch, visuell noch ein bisschen hervorheben. Dafür hat man in den Listen das Drei-Punkte-Menü, um an die Listenoptionen zu gelangen. Und ich kann mir beispielsweise den Hintergrund für diese Liste verändern. Stand heute noch nicht mit eigenen Bildern. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das zukünftig hier noch hinzukommt. Ich kann jede Liste ausdrucken. Ich kann die Liste mir selber oder auch jemand anderem per E-Mail senden. Was ich auch noch machen kann, ist, dass ich diese Liste an mein Windows-Startmenü anheften kann. Benutze ich persönlich nicht. Meine Arbeitsweise mit Microsoft To-Do ist die, dass ich Microsoft To-Do als Aufgabentool immer offen habe, aber nicht im Vollbildmodus im Vordergrund, sondern mit diesem Symbol hier kann ich die verkleinern und auf meinem Bildschirm anordnen, sodass ich also jederzeit, wenn ich etwas erledigt habe, hier direkt in meine Aufgabenliste klicken kann oder wenn ich aus meinem Arbeitskontext heraus schnell mir was notieren möchte, was einer Aufgabe entspricht, habe ich immer den direkten Zugriff hier auf meine Microsoft To-Do-Aufgaben. Microsoft To-Do ist ein wunderbares Tool, um spielerisch, aber trotzdem sehr übersichtlich mit seinen Aufgaben umzugehen, die Aufgaben zu verwalten, darzustellen, im Blick zu behalten. Ich komme nochmal ganz schnell zurück auf meine Aufgabe mit diesen Unterlisten oder Unteraufgabenpunkten. Wenn ich zum Beispiel die nochmal öffne und bestimmte Schritte, die zu der Aufgabe gehören, erledigt habe, ist auch das wieder eine sehr gute Übersicht über die noch offenen Teilschritte einer Aufgabe. Gleichzeitig werden mir bei der Aufgabe hier die Teilschritte und die noch offenen Teilschritte zu dieser einen Aufgabe dargestellt. Also hier die Ziffer 2 von 4 bedeutet, ich habe Unterschritte zu dieser Aufgabe und jetzt 3 von 4 bereits erledigt. Jederzeit kann ich noch Schritte hinzufügen. Dann sind es insgesamt jetzt 5, davon habe ich 3 erledigt. Eine andere Möglichkeit, die Aufgaben, die es hier auf der Aufgabenliste gibt, in andere intelligente Listen zu verschieben, ist einfach Drag and Drop. Das heißt, ich könnte beispielsweise diese Aufgabe Auto waschen in die Liste Mein Tag verschieben, indem ich die hier schnappe mit der Maus und auf die Liste Mein Tag verschiebe. Ich muss diese intelligenten Listen nicht nutzen. Das ist nur ein Tool, ein Werkzeug, das automatisch in Microsoft To-Do mit hinterlegt. In der Liste mir zugewiesene Aufgaben werde ich, wenn man mit Microsoft Teams beispielsweise oder mit Task und Planner arbeitet, die Aufgaben finden, die über diesen Weg mir zugewiesen wurden. Also Aufgaben, die mir andere zugewiesen haben. Kann ich hier getrennt einsehen im Vergleich zu allen Aufgaben, die in den anderen intelligenten Listen oder hier in der Liste Aufgaben steht. Das sind alles Aufgaben, die ich selber angelegt habe. Möchte ich neben diesen intelligenten Listen, die es bereits in Microsoft To-Do gibt, eine eigene Liste nur für mich anlegen, ist das total einfach. In diesem Navigationsbereich klicke ich hier unten auf das Plus bei Neue Liste. Es wird ein Symbol für eine neue Liste hinzugefügt. Der Liste gebe ich einen neuen Namen, wenn das zum Beispiel eine Aufgabenliste werden soll, in die ich bestimmte Projektaufgaben lege. Vorlage Excel nenne ich das mal. Dann habe ich jetzt hier eine Liste erstellt und diese Liste kann jetzt die Aufgaben aufnehmen, die im Kontext mit diesem Projekt beispielsweise stehen. Also sobald ich diese Liste angelegt habe, sie markiert habe, sehe ich hier genauso wie bei der Aufgabenliste die Möglichkeit, neue Aufgaben direkt in diese Liste abzulegen. Mit oder ohne Fälligkeiten etc. Und man sieht immer schön an der Zahl neben der Liste, wie viele Aufgaben in dieser Liste abgelegt sind. Aufgaben, egal in welcher Liste sie sind, sind irgendwann hoffentlich denn mal erledigt. Und das Erledigt-Kennzeichnen einer Aufgabe geht super easy, indem man hier vorne in diesen Optionskreis klickt. Wenn ich zum Beispiel die Tests erledigt habe, klicke ich einfach hier rein.
Und auch hier entsteht jetzt wieder eine intelligente Unterliste bzw. eine intelligente Ansicht meiner Aufgaben. Es wird nämlich eine Unterteilung gezeigt zwischen den Aufgaben, die noch offen sind, und den erledigten Aufgaben. Möchte ich die nicht im Detail sehen, klicke ich einfach auf das Dreieck vor dieser Liste oder vor dieser Kategorie erledigt und sehe nur noch die offenen Aufgaben. Genauso funktioniert das natürlich auch in allen anderen Listen. Sobald ich die als erledigt markiert habe, werden sie hier in dieser Gruppierung erledigt dargestellt, durchgestrichen dargestellt, sodass man das wunderbar erkennen kann. Habe ich aus Versehen eine Aufgabe als erledigt markiert, kann ich das wieder revidieren, indem ich nochmal hier in diese Option klicke. Dann wird es wieder zur offenen Aufgabe. Und noch ein Tipp zu diesen eigenen Listen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit mehreren an meinem Projekt Excel-Vorlage arbeite, kann ich meine Aufgabenliste für andere freigeben. Ich kann sie teilen. Ich klicke dazu diese Liste einfach an. In der Liste selber finde ich oben rechts die Möglichkeit, das ist hier dieses Symbol mit dem Pluszeichen, die Liste mit anderen zu teilen. Ich kann einen Einladungslink erstellen und jeder, der den Einladungslink jetzt hier von mir bekommt per E-Mail, bekommt Zugriff auf diese Aufgabenliste. Ich kann also direkt hier, nachdem dieser Link generiert ist, diesen per E-Mail nutzen, in Outlook Personen einladen. Oder ich kann mir den Link kopieren und den Link beispielsweise in einem Online-Meeting, in Teams oder auch in Zoom verteilen, um gemeinsam an meiner Liste hier arbeiten zu können. Ist die Liste freigegeben, sieht man neben der freigegebenen Liste ein Symbol, das sind nochmal hier diese zwei Männchen, bedeutet, diese Liste ist mit anderen geteilt. Ich kann jederzeit die Freigabe einer Liste ganz einfach beenden. Ich nutze wieder das Symbol fürs Teilen, klicke auf Zugriff verwalten und beende das Teilen. Teilen, beenden. Damit ist der Zugriff für alle Personen, die den Link hatten, wiederum beendet. An der Liste selber sieht man auch kein Symbol mehr, dass diese Liste freigegeben ist. Eine sehr gute Möglichkeit, sich innerhalb der Microsoft To-Do App zu orientieren und Aufgaben zu finden, ist diese Suchleiste. In der Suchleiste kann ich Suchbegriffe eingeben und ich bekomme dann ganz schnell alle Aufgaben aufgelistet, egal in welcher Liste die sich befinden, die mit diesem Suchbegriff übereinstimmen. Schließe die Suche. Wenn Sie Ihre Microsoft To-Do-App mit Outlook kombiniert nutzen und das gleiche Microsoft-Konto benutzen, dann gibt es eine ganz einfache und automatische Möglichkeit, dass man alle Mails, die man in Outlook zum Beispiel zur Nachverfolgung gekennzeichnet hat, hier in dieser To-Do-App in der Liste gekennzeichnete E-Mails sehen kann. Mittlerweile in den neuesten Outlook-Versionen von Office 365 ist es so, dass die To-Do-App automatisch integriert ist in Outlook. Das heißt, ich kann aus Outlook heraus direkt auf meine To-Do-App und damit auf die effizientere Art und Weise, Aufgaben zu verwalten, zurückgreifen. Dazu gibt es in einem späteren Video noch ein bisschen mehr Input. Also, um Microsoft To-Do zu nutzen, braucht es einfach nur das Herunterladen der Microsoft To-Do App auf den PC, die Anmeldung mit einem Microsoft-Konto und schon kann es losgehen. Ich persönlich finde das eine super Sache. Neben der Desktop-Version können Sie sich natürlich die Microsoft To-Do App auch auf Ihrem Smartphone herunterladen. Gleiches Prozedere, anmelden. Sie haben die gleichen Funktionalitäten auf dem Smartphone und können so mobil überall auf Ihre Aufgaben zugreifen, Aufgaben als erledigt kennzeichnen, neue Aufgaben hinzufügen, ganz egal, wo Sie sich befinden. Probieren Sie einfach Microsoft To-Do mal aus. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir Ihre Fragen ganz einfach in den Kommentar oder auch gerne per E-Mail. Ich antworte Ihnen dann zeitnah. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial.